gehst nicht in Feldwasser. So, jetzt haben wir sie aufgedeckt. Sehr schön, eine Beförderung. Jetzt haben wir allerdings immer noch den Sektorpod da draußen, der da noch rumsteht und sich jetzt ins Fäustchen lacht. Und ich weiß nicht genau, wo er steht. Bei? Eigentlich weiß ich es schon. Er steht da. Wir sind nicht in Sicht des Sektorpods, dementsprechend sieht er uns auch nicht. Bedeutet, wir können uns eigentlich gefahrlos hier durch die Gegend bewegen mit unseren Einheit mit mimetischer Haut. Komm, setzen wir den Mac aufs Spiel. Und er verfehlt. So, Freund. Ich hab da eine Überraschung für dich. 9 Schaden. Okay. Okay. Wendelin. Schredderrakete. Kriegst du die da hin? Ja, du kriegst die dahin. Da ist so viel Bass in dieser Explosion drin, das ist ja schon fast schlimm. Ja, du bist enttarnt, das ist recht egal, denn sie wird jetzt wahrscheinlich den Todesstoß dem Viech geben. Du bist enttarnt, ist egal. So. Hallöchen. Und jetzt noch zweimal hinterher, bitte. Ja, damit habe ich gerechnet, aber das habe ich akzeptiert. Der Sektorpod ist weg. Das ist fantastisch. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir die anderen hinstellen. Wer kann denn noch? Du kannst dich noch bewegen. Ist es sinnvoll, hier oben drauf zu gehen? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Bei der Cyberdisk habe ich eigentlich überhaupt keine Angst, wenn der Sektorpod tot ist. Du wurdest schon befördert, heißt du solltest dich eigentlich so ein bisschen im Hintergrund halten. Hier wäre eine gute Position dafür, aber geh erstmal hier nach unten. Du brauchst nicht zwangsweise irgendwo stehen, wo du was siehst, weil du hast gerade eine Rakete. Hier um Ecken fliegt. Rakete in Anführungsstrichen. Du brauchst eine Beförderung dagegen. Let's do this. So, Wendelin, komm mal da raus. Kriegen wir dich irgendwie an eine schöne Position? Nö. Nein. So gar nicht, aber dich. Prima. Den Mac, den schicken wir durch die Tür vorne, den Vordereingang. Komm mal her hier. Du darfst hier hin und sie wahrscheinlich erstmal heilen. Schadet nicht. Du bleibst erstmal da stehen, weil ich nicht weiß, wo der Rest ist. Haben wir jetzt alle? Nein, Wendelin fehlt noch. Ich möchte eigentlich, dass du mit zu ihm da hinten gehst. Brauchst auch nicht getarnt sein dafür. So, alle anderen
Bad Bossin, bitte. Ja, ich weiß, dass da jemand drin ist. Ich weiß, dass da jemand drin ist. Theoretisch kann Wendling genau da stehen bleiben, wo er jetzt ist. Wäre aber nicht die cleverste Idee. Gehen wir kurz noch eine andere Position. Können wir sonst noch was machen? Sie Inspiration. Wendet das deine Unsichtbarkeiten? Nein, das ist cool. Dann Feldposten. Feldposten. Du kannst mal nachladen. Und du auch. Und du auch. Jetzt machen wir hier mal das Türchen auf. Hallo. Ja, das hatte ich erhofft. Der andere sieht uns scheinbar nicht. Finde ich gut. Hi. Ich habe Geschenke mitgebracht. Ich habe so das Gefühl, das würde ihn töten. War ja nicht ganz, aber es würde ihn fast töten. Ach, das habe ich irgendwie vermisst. Das habe ich vermisst. Blöd nur, dass ich den da hinten jetzt nicht sehe. Mit ihr. Und sie sieht den auch nicht. Kriegst du ihn trotzdem tot? Wahrscheinlich. Hey, mach doch nicht alles kaputt immer. Das ist ja furchtbar. Mann, 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 Mann. Warum der da immer noch in der Mitte steht, ich habe keine Ahnung. Scheint gemütlich da zu sein. Du hast aber schon eine Beförderung. Bedeutet, eigentlich sollte sie den Kill kriegen, aber sie wird den nicht kriegen. Sie wird den nicht kriegen. Dann können wir ja eigentlich mal schauen... Hier, Wendelin, willst du mal draufhalten? 90% kritisch. Das ist ein böser Angriff. Und du kriegst vielleicht den Kill. Vielleicht auch nicht. Doch, den kriegst du. So, irgendwo hinter uns ist allerdings nur noch die Cyberdisk. Ich weiß, dass sie da ist. Hallo Cyberdisk. Wow, das wäre so ein enormer Schaden. Bist du der Letzte, der... Ja, du bist der Letzte, der was machen kann. Nee, dann machen wir das nicht. Ihr denkt, das wäre eine gute Idee. Ich bezweifle das. Zeit für ein Riesenkrabum. Liebe Cyberdisk. Ich habe das Gefühl, dass sie den Kill am ehesten gebrauchen könnte. Kriegst du den auch? Das wäre schön. Wunderbar, beide Meldkanister keinen wirklichen Schaden davon getragen. Alles paletti. Genau so wünscht man sich das.
Our troops are making it look easy out there. Let's hope they don't get too cocky. Sehr gut, diejenigen, die befördert werden sollen, haben Beförderung bekommen. Das ist fantastisch. Natürlich kriegst du echt guter Boden. Mit Pistolentreffern 2 Bonusschaden zu. Nee. So, einmal das. Hier. Ich möchte es einfach mal probieren. Wir haben ja noch eine andere Unterstützerin. Zweifelsfall. So, da haben wir wieder einiges an Zeug gekriegt, nämlich auch etwas Meld und Sachen, die wir eigentlich verkaufen könnten, weil wir haben so viel Kram. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Wenn man hier so guckt, Schwarzmarkt, da sind jetzt schon einige Sachen mit bei, die wir so überhaupt nicht brauchen. 1102 Alien-Legierungen sind eine Menge. Hau mal den ganzen Kram. 14 UFO-Energiequellen. Hoppla, das ist eine Menge. Hier, davon können wir auch was weghauen. Die ganzen Exalt-Sachen brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Weiß echt nicht, was ich damit machen möchte noch. Außer vielleicht eine Rüstung bauen. Das wäre eine Option. Können wir mal kurz gucken, wenn man hier so schaut. Wir können noch eine zweite Psi-Rüstung bauen. Eine zweite, genau. Meine Güte, was ist los? Hiervon noch eine. Keine Ahnung, Geistrüstung war bisher auch immer cool. Eine Titanrüstung noch. So. Haben wir mal wenigstens ein paar Sachen verbraucht. Wollen wir es nicht wirklich müssen. So, Geistschild. Werde ich jetzt auch welche bauen? Wie viele können wir bauen? 3 Stück. Warum nicht? Spricht nichts dagegen. Nuklearwerfer können wir nicht bauen, aber brauchen wir auch nicht. Haben wir ja schon 2 von. Der Rest sieht gut aus. Jetzt würde ich mir nur noch wünschen, dass sie Psi-Fähigkeiten entwickelt. Schaut euch die Willenskraft an. Ist verdammt gut. Nur mit Psi-Fähigkeiten wärst eine Wucht. Und dann könnte ich dir auch eine sinnvolle Rüstung geben, neben der Geistrüstung. Dann kriegst du noch die mimetische Haut statt der Geistrüstung, Psi-Rüstung, und das wäre Hammer. Das wäre wirklich der Hammer. Und wenn du dann eine gute Zielsicherheit hast mit höheren Rang, kannst du auch die andere Waffe tragen. Wir müssen mal kurz schauen. Können wir sie noch irgendwie nicht ins Psi-Labor, aber ins Genlabor nochmal schicken? Hier haben wir jetzt wieder ein bisschen Merit. Ich weiß gar nicht, das ist gar nicht so sinnvoll, glaube ich. Das wäre cool, brauchst du aber nicht zwangsweise. Das hier. Du brauchst dann die mimetische Haut. Ich glaube, darauf spare ich jetzt einfach mal. Dass sie dann demnächst die mimetische Haut bekommt. Wehe, du entwickelst keine Psi-Fähigkeiten. Ich verlasse mich gerade darauf. Ein kleines bisschen. Du hast die wichtigen Sachen noch. Das ist gut. Weiß nicht. Sie ist schon so lange dabei, hat noch immer noch keine Modifikation bekommen. Das ist schade. Bei ihm könnte ich theoretisch auch was machen, aber wie gesagt, erstmal die mimetische Haut für sie. Dann kann sie nämlich die Geistrüstung weglegen und kriegt dann später die Psi-Rüstung, falls sie Psi-Fähigkeiten entwickelt. Von daher haben wir jetzt gerade tatsächlich wieder nichts zu tun. Das ist ärgerlich, weil ich würde wirklich gerne voranschreiten, aber ohne geeigneten Soldaten mit Psi-Fähigkeiten. Ich weiß, die beiden hier, er hat Psi-Fähigkeiten, aber Wille 54. Ich weiß, dass er noch nicht den höchsten Rang hat hier, aber trotzdem. Willenskraft von 54 auf dem Rang ist wirklich, wirklich mies. Wenn man das mal mit ihr vergleicht, die jetzt schon 78 hat auf dem gleichen Rang. Wendelin ist jetzt auch nicht 81. Naja, es geht besser. Geht definitiv besser. Na gut. Anderes können wir, glaube ich, gerade erstmal nicht machen. Aber Wendelin ist derjenige, der von Anfang an dabei war. Er hat alles miterlebt bisher. Vielleicht nicht jeden Einsatz, aber so ziemlich alles andere. Gut, was machen wir nun? Gibt eigentlich sonst gerade nichts zu erledigen. Die beiden sind meine Hoffnung gerade aktuell. Wir haben 2 wirklich gute Sturmsoldaten, wir haben 2 wirklich gute Heavys aus meiner Sicht.
Wir haben einen Mac. Wir haben ausgebildeten Unterstützer, falls es mal hart auf hart kommt und ich das Gefühl habe, den mitnehmen zu müssen. Aber es ist auch immer die Frage, was nimmt man mit? Weil sie wird so eher die Frontunterstützerin. Wenn ich mir die Fähigkeiten mal so angucke mit Feuerschutz, Deckungsfeuer. Und wenn man es mal vergleicht, mit Fähigkeiten her, dann kriegt sie später noch die Gefechtsdrogen, tiefe Taschen und Wächter. Es ist nicht gerade die sichere Variante, aber sie könnte wirklich gut Schaden machen. Vor allem, wenn man Feuerschutz und Wächter kombiniert. Sie können auch zwei Gegner feuern, die sich bewegen, und feuert auf einen Gegner, wenn jemand angreift. Das klingt gut. Sie hat leider nur die Orden. Was heißt leider? Sie hat die Orden. Aber wir werden sehen. Psi-Fähigkeiten hat sie leider keine. Können wir noch irgendwen, der volle höchsten Rang hat? Vielleicht du könntest Psi-Fähigkeiten entwickeln. Wie viel hast du aktuell? Ja, 84. Das ist auch gerade nur so viel wie Wendelin. Weiß nicht, ob ich das möchte, ehrlich gesagt. Nö. Nö, nö, nö. Wir scannen erstmal in Ruhe und dann ist gut. Ja, das könnt ihr haben. Haben wir genug von. Es gibt... Eis terrorisieren Manchester. Dann wollen wir doch mal schauen. Das ist ein recht einfacher Einsatz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bedeutet für mich, dass wir jemanden zu Hause lassen wahrscheinlich. Ich schmeiß mal kurz beide Heavys raus und guck mal hier kurz die Liste durch. Ich erinnere mich gerade an einen anderen hier unten. Weißt du nicht mehr genau, wer das war? Hast du das? Genau, du könntest auch Psi-Fähigkeiten entwickeln. Zumindest eignest du dich da ziemlich gut mit der Willenskraft von 52. Wir nehmen noch einen zweiten Unterstützer mit. Wir nehmen noch einen zweiten Unterstützer mit. Kriegst die Geistrüstung. Ein leichtes Plasmagewehr, eine Plasmapistole. Ein Skull. Ein Chitinpanzer und ein Geistschild? Nein, kriegst kein Geistschild. Medikit ist bei dir noch nicht so sinnvoll, weil du noch nicht die Fähigkeit hast. Dann kriegst du das Go. So, damit haben wir zwei Unterstützer jetzt dabei. Zwei, die Erfahrung kriegen sollten. Und ein Heavy kommt mit. Und das darf Wendelin sein, glaube ich. Er wird mit seinen Raketen ordentlich mal Deckung wegschießen könnten. Im Zweifelsfall haben wir da noch die Schredderrakete. Das sollte genügen, zusammen mit dem Mac und ihr bzw. ihr. Die beiden müssen dann halt irgendwie Erfahrung kriegen. So wird es sein. Das ist unser Team für den nächsten Einsatz und ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Part XCOM Enemy Within. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr einem Soldaten einen Namen geben wollt, es ist genug zur Auswahl. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.